Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung, wir sind hier wieder bei Mittelerde Mordors Schatten und ja, wir schalten hier erstmal eine Fähigkeit frei, würde ich sagen. Wenn es denn möglich wäre, könnten wir, wenn wir wollten. Und ja, es gab jetzt ein DLC zu dem Spiel, das sei noch mal kurz erwähnt, bevor ich hier mir das nächste Ziel raussuche. Oh, das sieht gut aus. Nee, Quatsch, sowas. So, den nehmen wir weg. Oh, Caribor, das war der falsche. Den wollte ich eigentlich verhören, aber gut. So, ich möchte nämlich mal ein paar Infos bekommen hier. Die haben hier nämlich einige Leute in den Reihen, die wir uns noch zu eigen machen müssen, bevor wir jetzt weitermachen. Ah, ganz ruhig, mein Guter. Wir haben jetzt diesen schönen Caragor hier, das finde ich so total geil. Sieht richtig schön aus. Wir suchen jetzt einfach mal ein paar Leute. Am besten, wir gucken gleich mal, wo es den einen oder anderen gibt hiervon. Oh, das ist der einzige von ihm. Ne, wollte gerade sagen. Einer ist schon mit uns befreundet und den hier werden wir uns jetzt schnappen, würde ich sagen. Als Ziel. Da hinten müsste er sein. Ja, wir müssen ja noch einiges schaffen hier. Und ich wollte ja, wie gesagt, das Ganze relativ schnell jetzt dann doch zu Ende bringen. Da dann die Nachfrage doch nicht so groß ist, wie ich sie gerne gehabt hätte für das Projekt. Aber gut, davon mal abgesehen. Machen wir jetzt hier weiter. Komm schon auf, Caragor. Es muss dir alles egal sein hier, dass du angeschossen wirst. Ach Gott. Jetzt habe ich die schöne Geschichte ja auch nicht mehr bekommen. Klappe, alle Mann. So. Und jetzt bitte nicht den da nehmen. Den will ich haben. Dankeschön. Mit dem können wir nämlich was anfangen. Wenn wir nicht geschlagen werden. Weil wir nicht. Engelke daneben gehauen. Will ich nämlich mal den letzten Kollegen hier auch noch freischalten. Zumuk, der Bogenmeister. So, dann geben wir dich mal frei. Ah, verzieh dich. Eigentlich weitergehen. Wo ist denn hier der Kollege Schnürschuh? Ist der hier dabei? Nee. Ist auch cool. Unser Caragor ist sogar rot. Weil es ein besonderer Caragor ist. Ja, zu dem DLC, da soll es wohl einige neue Bestien geben. Und die geht mit Torvin weiter, die Geschichte. Was mich ja eigentlich freut. Ortog Klingenschmied. Brauchen wir den? Nee, den brauchen wir nicht. Der ist außerhalb. Aber kann wohl nicht schaden, wenn wir die mal hier kaputt machen. Menschendreck! Ich kämpfe lieber gegen dich als gegen diese Bestie! Ich glaube, du musst dich mit beidem anfreunden. Die Bestie mag dich irgendwie auch. Ja, die spielt auch ganz gerne mal. Komm, du bist wieder dran. Das möchte gerade nicht. Doch, jetzt. Nein. Ah, das ist anscheinend ein Bestien-Schlechter. Denn der lässt sich von unserem kleinen Biest nicht so wirklich wehtun. Von daher am besten tust du gar nichts. So, würde ich sagen, wenn wir dich mal beherrschen, brauchen wir noch ein paar Infos über den letzten Häuptling. Und der wäre das hier oben. Mutzglob der Häscher. Alles klar, der hat auch nochmal zwei Leute um sich. Dann würde ich nochmal freigeben. Ist natürlich immer gut, wenn wir die Leute beherrschen, statt sie zu töten. Wo ist unser Caragor hin? Oh, schade. Es ist tot, das einzigartige Viech. Aber gut. Soll uns nicht weiter stören. Wir gucken jetzt erst einmal, wo wir hier den Kollegen finden. Soll ja irgendwo in dem Bereich da drüben sein. Können wir nochmal markieren, wa? Oder war das der Hurra aus der Grube? Ne, ne, das war der nicht. Sakuga. Markier den mal. Ich will den jetzt noch finden, fix. Wo ist er denn? Irgendwo hier muss er rumlaufen. Meistens laufen die ja auch in den Städten dann rum. Da hinten ist er, glaube ich. Ist er das? Ja, Sakuga, der Verderber. Dann holen wir uns den mal. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht der Kollege sich damit einmischt. Das ist ja meistens nicht so gut.
So, wollen wir mal gucken. So, wollen wir mal schauen, dass wir die hier alle umfallen lassen, neben ihm. Ah, der hat eins zur Feuer. Natürlich eine gute Sache, Junge. Wirst du nicht mehr erfahren. Furcht vor Verbrennen. Das heißt, wir können dich hier einfach mal branden machen, würde ich sagen. Ah, wir haben es beinahe hingekriegt. So, jetzt haben wir eigentlich Platz für dich. Und komm schon, komm schon. Ah, müssen wir euch echt extra weghauen dafür. Ich will dir ja gar nicht entkommen, ich will dich ja kriegen. Irgendwann kriegen wir dich. Komm schon, komm schon, komm schon. Kurz genug Zeit. Ja, und schon gehört er uns. Das war unsere Aufgabe hier. Mehr wollte ich gar nicht. Nicht nur einer, würde ich sagen. Oh, da wurde irgendwas freigelassen. Schnell weg hier. Und dann müssen wir mal ganz schnell schauen, wie es weitergeht. Und zwar haben wir jetzt... Ach toll, jetzt hat er sich einen anderen gesucht, oder wie? Ne, das war der hier. Gut, dann holen wir uns den hier auch noch. Atzkrom der Grupp, oder was, wie auch immer. Quatsch. Aber die Tasten komme ich auch noch nicht zurecht, aber ich habe es schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Da oben ist er. Dann müssen wir hier hin. Und dann werden wir uns die letzten auch noch unter den Nagel reißen. Und dann werden wir den Häuptling angreifen. Das wird dann kein Problem sein, wenn wir drei Leibwachen ihn töten wollen. Dürfte das klappen. Aber wir müssen ihn ja brandmarken, dass wir das Ding jedes Mal... Dürfen wir ja gar nicht töten. Aber auf jeden Fall werden wir da nicht gestört durch die. Das ist auch schon mal gut. Hallo Jungs. Mal eine Schnellreise machen hier. Über euch. Habt ihr gut gesehen? So, wo ist denn jetzt die Aufgabe? Da hinten irgendwo. Ganz ruhig, keiner will euch was. Ja, lasst mich lieber in Ruhe, würde ich sagen. Wir nehmen mal das Fest mal an. Da war auch noch eine Höhle, die war gar nicht eingezeichnet auf der Karte, kann das sein? Ach, das ist nur für die Aufgabe, alles klar. Dann müssen wir mal reinbewegen. Frisst und sauft! Frisst und sauft! Ah ja, schöne Rede. Da ist ein Feuerchen für euch. Komm mal weg da, Fettsack. Da ist nämlich noch eins. So, das tut ein bisschen weh. Das ist relativ dunkel gerade. Ruhe. Um dich geht's hier nicht. Soll verbrennen. Jetzt sind wir ganz alleine, mein Guter. Glaube ich zumindest. Ja, warte mal. Dein komischer Feuerfreund ist gerade im Weg. Aber ich muss mal gerade das Ganze ein bisschen hochstellen, muss ich sagen. Video. Ist das hier mit dabei? Spieleinstellungen. Ist mir gerade dann doch ein bisschen zu dunkel, ehrlich gesagt. Ah, ne, ich glaube nicht. Auf die Schnelle kriegst du natürlich wieder nicht hin. Wie immer. Oh, das ist ja wieder so ein Lanzenheini. Na denn, ich hoffe, es ist hell genug. Ich weiß, alles ein bisschen dunkel, aber gut. So, jetzt haben wir dich schon. Ich beherrsche da gleich mal, da können wir noch Informationen über einen der Spitzel hier bekommen. Wir können natürlich auch sagen, dass wir einen Anschlag verüben, aber das machen die meistens eh nicht vernünftig. So, die drei. Da brauchen wir noch zwei. Und da brauchen wir noch einen. Nehmen wir uns den hier. Krakorn, Karagorzahn. Aber jetzt haben wir ja erstmal eine andere Aufgabe. Nämlich, wir wollen den Häuptling töten, den wir hier unterstanden. Ist doch eingezeichnet gewesen, die Höhle. Gut, euer Häuptling. Ist er hier? Lorm, der Abstecher. Fest mal gelöst. Und unser Hauptmann kriegt hier noch was dazu. Hoffe ich mal. Denn er hat ja überlebt. Da unten müssen wir hin. Ich drücke hier jedes Mal die falsche Taste.
Verzeiht's mir, dass ich hier Ewigkeiten brauche, um da wieder hinzukommen. So, da haben wir den Turm. Da müssen wir nur über die Brücke und dann sind wir schon da. So. Hier waren wir doch gerade erst, war das nicht hier? Sie ist viel zu hartnäckig und ihre Armee wächst viel zu schnell. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das auf jeden Fall. So, wir werden hier schnell mal zur Aufgabe huschen. Wir werden auch auf jeden Fall in dem Part noch schaffen. Ich denke mal, jetzt wird es pro Part immer einen Häuptling geben. Vielleicht auch ein bisschen mehr, werden wir sehen. Mal kurz. Du störst mich doch ein wenig. Schade, dass der im Nachhinein nicht mehr runterfallen kann, wenn wir dagegen gehen. So. Dann werden wir uns den mal unter den Nagel reißen. Tod aus weiter Ferne treibt den Häuptling hervor. Na denn. Werden wir dem doch mal einen Grund geben, hervorzutreten. Jetzt wird nicht mehr gesoffen. Lasst uns auf die Jagd gehen und etwas töten. Ja, dann töten wir einfach euch, oder? Das reicht doch aus. Jetzt müssen wir da hinten irgendwo hinkommen. Ah, da oben ist einer. Alles klar. Warte mal, bleib doch mal stehen, Jung. Wie soll ich dich denn töten, wenn du nicht stehen bleibst? Gut, das war's. Jetzt ist er erschienen. Mit drei freundlichen Kollegen im Schlepptau. Ich hoffe, die werden mir den nicht töten. Aber ich denke, am Ende habe ich die Chance, den nochmal anzugreifen. Höre auf meinen Befehl. So, greift den mal an, Jungs. So, ich habe mit Absicht das Ding nicht angeschossen, damit unsere Leute nicht angekratzt werden dadurch. Nummer 1. Allzu stark ist der nicht, ne? Für einen Häuptling. Sieht doch nicht wirklich hübsch aus. Oh, na denn. Das ist mir ja gleich unsympathisch. Das mag ich ja nicht. Wenn mir Sachen in den Anus gesteckt werden hier. Geh mal weg hier. Weg! Weg! Leute, was macht denn ihr hier für einen Mist? Jetzt sind hier alle möglichen Leute im Weg. Was hast du für ein Problem? Wenn ich den töten will, dann will ich ihn töten. Ah, ist der Falsche. Ah. Wo ist er denn jetzt? Er ist gestorben. Reicht das, um das zu bekommen, was ich will? Na gut, jetzt wird ein anderer eingesetzt. Ah, na gut, das ist auch eine Variante. Jetzt ist er ja trotzdem für uns. Brandmarke die 5 Häuptlinge. Eigentlich müsste das zählen, oder? Ist er schon gebrandmarkt? Oh, ist noch schön hier gegen geflogen. Sakura, komm mal her kurz. Wenn ich dich jetzt nochmal brandmarke, ist doch das hier, oder? Der Schleicher ist weg. Ich wollte ihn doch fangen. Beherrschen. Das ist das Sakura gewesen, oder? Ach, das zählt trotzdem. Jetzt hat es schon gezählt da oben. Wir holen uns aber trotzdem mal ein paar Infos von den Jungs. Denn wir brauchen ja noch ein paar von den unteren. Ah, das ist auch eine gute Taktik hier, ne? Habe ich gar nicht gewusst, dass das so gut dann auch geht. Wenn man die einfach tötet, dann rückt jemand nach. Dann braucht man die gar nicht so beherrschen. Denn das wäre schwieriger. So, du bist jetzt weg und jetzt suchen wir die anderen beiden nochmal. Und den kriegen wir auch noch ein paar Infos, würde ich sagen. Komm mal her hier. Nee, nee, der soll nicht leiden. Muss uns einfach noch ein paar Infos geben. Und zwar über die, ich denke mal, den letzten, oder? Nee, sind noch drei Leute hier. Der hier, Utuk, der Schläger. Die haben auch alle sehr viel Macht hier. Ist ja in Mordor hier eher der Fall. So, dann müssen wir von dir nochmal eine Info haben. Ja, ja, sag ich auch immer. Infos sammeln über unseren werten Freund. Den hier. Oh, und doch noch zwei, aber gut. Werden wir demnächst auch sehen. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um den nächsten Häuptling. Und ansonsten machen wir für diese Folge erst einmal Schluss. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Shuto.